Das Einzigartige an der Kala ist letztendlich, dass es ein völlig neues Fahrradanhängerkonzept ist. Man hat eine hohe Flexibilität. Man kann das als Handwagen benutzen, aber auch angehängt am Fahrrad als eine Art E-Bike. Also wir haben noch eine clevere Steuerung, eine Motorsteuerung am Vorderrad von dem Anhänger. Und das Gespann Fahrrad und E-Kala funktioniert dann quasi als E-Bike. Ich habe mich mit der Idee Kala beworben. Kala ist ein dreirädriger Lastenfahrradanhänger, der auflaufgebremst ist und auch optional mit Motorunterstützung eingesetzt wird im urbanen Raum, um klimafreundlich alles Mögliche zu transportieren. Man kann bis zu 150 Kilo Zuladung damit realisieren. Es gibt allerhand Aufbauten mittlerweile, die wir einsetzen können. Also habe ich dann dazu entschieden, die Firma zu gründen und auch Kapital aufzunehmen. Und dann schaut man natürlich links und rechts, wo gibt es Förderprogramme, wo gibt es Fördertöpfe, dass man da mehr Unterstützung hat, gerade am Anfang in der schwierigen Startphase, ja, wo wirtschaftlich einfach da noch nicht so viel Umsatz drin ist. Wir haben zweimal in Folge den Innovationsfonds ergattert. Im ersten Moment war es in einer ganz jungen Phase. Da ging es vor allen Dingen darum, dass wir das zu einer Serienreife bringen, dass wir es auf den Markt bekommen. Ja. Das haben wir erfolgreich damit abbilden können, was uns dann geholfen hat, erfolgreich zu werden in ganz Europa. Und sogar seit neuestem auch in New York, die damit auf der letzten Meile sehr erfolgreich auch Logistik betreiben können. Beim zweiten Teil des Innovationsfonds, den wir dann in Folge im nächsten Jahr nochmal hatten, ging es dann nochmal um den Fokus dieser Motorsteuerung, dass wir uns die einfach auch noch ein bisschen mehr angucken und weiter optimieren. Der Vorteil vom Innovationsfonds ist halt, dass es ein regionaler Fonds ist. Das heißt, man hat einen sehr guten regionalen Kontakt. Was auch sehr dafür spricht, ist, dass es kein groß aufgeblähtes Antragsformular ist, was man stellen muss. Wir sind ein Garagen-Startup, definitiv. Also die ersten 8 Kalas wurden dann noch von Hand geschweißt in der Garage. Und alles ist wirklich, die ersten Momente, Monate waren durch Hand, Kopf und einfach Eigenenergie, ohne Großkapital. Es ist einfach wichtig, an die Idee zu glauben und Durchhaltevermögen zu haben und dran zu bleiben. Thank you.